Herzlich willkommen zurück bei Enshrouded. Ich wollte das gerade aufbrechen, habe aber gesehen, ich habe natürlich wieder mal Inventarmanagement gemacht, so wie immer, so wie es sich gehört. Dass man das offscreen macht, brauche ich damit ja nicht nerven, und dass der Schmied ein Quest hat. Sogar zwei. Bin ich sehr gespannt. Seltsame Träume von der Burg. Hast du schon von Erlands Irrlichtern gehört? Das sind tanzende Lichter im Meer. Gute Omen, aber nur ein Trick des Lichts, dachte ich, bis meine Tochter sie sah. Dieses seltsame Schimmern im Wasser, sie bewegen sich, schleichend. Jetzt sehe ich das gleiche Leuchten, während ich schlummere, vom Schloss aus. Es sucht mich heim. Es ist kein Trick, es lebt. Bist du bereit, das zu ändern, Jungspund? Ja, neuer Ort markiert. Uff. Refugium der Flamme. Und da haben wir erreicht die Hauptstadt Leuchtenstein. Alter, gibt es eine Hauptstadt? Na zack, na da bin ich aber. Ihr wisst es, gespannt. Schmelztiegel wird zur Herstellung benötigt. Für meine beste Arbeit brauche ich wirklich eine Schmelze, aber um eine Schmelze herzustellen, wird ein Schmelztiegel benötigt. Ich hatte mal einen. Ich wette, die Plünderer haben ihn. Er ist wahrscheinlich in ihrer Mine, ganz im Norden des Düsterdickichts. Hütterhelm plus 11 mehr und der Schmied. Schmelztiegel. Auch da. Na wunderschön, wir werden da das Ganze abgrasen, würde ich sagen. Ne? Jetzt werden wir da mal zum Schreinerlager gehen und nach Théâduin. Machen wir gleich so, als wir werden es da sofort loslegen. Was nicht hast, der rät so viel und tut gar nichts, ne? So, es ist gleich da. Vorher werden wir uns einmal ein paar Pferdl hineinschmeißen. Getrockneten Beeren und Wasser. So, da. Ich probiere es ganz einfach, wir werden da hoffentlich runterkommen. Bitte geht er aus. Na, Gott sei Dank. Oh. Dann schon wieder unsere Haberer da. Das war am 12, ne? Das sollte man natürlich nicht gleich reichen gehen, weil sonst kriegst Giftschaden, dass dir schwindelig wird. Das nehmen wir natürlich mit, die ganzen Säcke. Die Pflanzenfasern hätte ich nicht gebraucht. Flachs nehmen wir mit. Und ich habe auch, Leute, das ist, bevor ich es vergisst, das ist echt dazu. Ah. Pflanzen, also den Flachs. Flachsetzlinge angesetzt. Und wir machen so viel Schaden und dem geht kaum ein Leben, aber. Na, wo geht er hin? Oh. So, das ist mir jetzt wurscht. Flachs. Ich bin so frei. Eins. Geht's ja zweites aus. Zwei. Bin gespannt, wann wir da drei. Sehr gut. Gut. Bisschen was haben wir mitgenommen, Leute. Das macht ja nichts. 132 Meter. Was ist das mit den 1000? 45 eigentlich. Was? 2 Kilometer, Bumm. Das sieht ja nicht geil aus, oder? Steht auf. Ist wirklich, also das Spiel ist wirklich gelungen. Das ist. Ich war schon wirklich gespannt auf das Spiel, aber
Ja, das ist da unten. Na dann, tun wir jetzt. Hüpfen wir halt runter, ne? Auf hüpfende Art und Weise. Nehmen wir mit, da wird man das nächst bessere Fleisch bekommen. Ich schau da ganz kurz. Da, was? Weil ich. Na, was war das? Ich traue mich wetten, da ist aber da keine. Diese blauen Pflanzen, was es hier gibt, die im Wald Gift verspucken und da diese Sporen auf einen schießen, diese bläulichen, diese Blumen da, die den Miasmasack. Schaut aber irgendwie geil aus, ne? Traue ich mich fast wetten, dass man das braucht. Für irgendwas Bestimmtes, sonst hätten sie es nicht drauf, ne? Ja, was ist das nächste bessere Fleischerl? Und der hat gesessen. Und zack! Eine Tränke! Sicher nicht für die Wildschweinerl. Flachsgarten. Auf sowas freue ich mich schon. So, Gärten dann aussetzen. Sehr geil gemacht da eigentlich. Schön. Das ist diese andere Blume. Auch geiles Licht, ne? Scheite, na gut. Da steht was. Ich habe die Truhe gesehen, Leute, nicht nervös werden. Das ist alles wert. Was für ein Saustall, dachte ich. Ein Haufen von Banditen, Gaunern und Schwachköpfen, die sich schon bei einem Kartenspiel gegenseitig abstechen würden. Die Mannschaft ist ungehobelt, aber ein paar Tage in der Mine zu schürfen, macht selbst die härtesten Räuber mürbe. Uns hält ein einziges Versprechen zusammen. Elixier für alle. Ich hoffe, Samet steht zu seinem Wort. Ist er nicht? Wahrscheinlich, ne? Der liebe Samet. Oh! Wuka und wilde Tiere, die Adwin und seine Bausteine. Fachwerk ist eine alte Bautechnik, die wegen ihrer dekorativen Wirkung sehr beliebt war. Und dies wird es auch bei uns sein. Der erste, der zweite Fachwerkblock. Sehr geil. Der erste war ja der mit den Knochen. Das ist aber geil. Quest abgeschlossen. Die Adwin und seine Bausteine. Nix. Nix. Das sind noch Holzscheiteln. Gut. Jetzt schauen wir uns das. Kriegt man Pflanzenfasern raus. Da gibt's Harz. Brauchst du nicht mehr, ne? Schrot nehmen wir natürlich mit, das ist ja ganz klar. Und Wasser. Wurscht, jetzt haben wir alles aufgehoben, Leute. Zur Not, ja, wenn wir voll sind, tun wir halt irgendwas weg, wo wir sagen, das brauchen wir nicht mehr. Was haben wir da Schönes? Waldrübe, her damit. Das kriegt man nur Pflanzenfasern. Alles, was verdörrt ist, ist dann nichts mehr. So. Genau, da waren wir gerade drin, da ist sonst nichts. Geil, Fachwerkblock. Uiuiuiui. Und da gibt es ja, glaube ich, einige, das weiß ich nicht. Also das ist, genauso sage ich mal, die Stein. Schaut mal die Steinwand da. Wann können wir sowas machen? Wo kriegt man den? Bin sehr gespannt. Weil den wird es wahrscheinlich auch geben, ne? Also unser Haus wird dann noch so einige Updates erfahren.
Oh, da geht's in den Keller und wir haben Bücher, sehr schön. Harz, sehr schön. Okay. Das heißt normal. Oh, sieht man sogar durch. Das heißt ja normalerweise, dass man da weiterkommt. Da. Aber okay. Dann nehmen wir mit, weil es wurscht ist. So. Das ist so ein eigenes. So ein eigener Stein. Hirte des Donners. Mal immer schauen, wenn man wo ist, ob es diesen eigenen Stein da gibt. Das ist ein, der so ein bisschen gräulich ist und so. Das schaut so ganz eigen aus. Meistens ist da dahinter irgendwas. Ja. Das ist. Mich kurz orientieren, jetzt bin ich da jetzt da irgendwo auf der Seite. Genau. Was haben wir reingekupft? Da sind, ist noch ein Buch. Wie, das habe ich übersehen. Sowas. Sowas aber auch. Wie konnte ich nur? Asche auf mein Haupt. Ja, wäre auch schon schleißig, ne? Aber das ist mein Fachwerkblock, das taugt mir eh nicht. Oh, ich bin schon gespannt, wie der ausschaut. So, und das mit der Spitzhacke. Der macht mehr Schaden natürlich. Sehr gut. Und sehr gut. Äste ist sowieso gut. Oh, kann man da vielleicht Wasser schöpfen? Das machen wir natürlich. Bis Wasser brauchen wir auch Maß. Und ein Brunnen ist ja auch mal erschöpft, ne? Da kannst du jetzt nicht sagen, ich stelle mir her und drucke da mal 20 Mal, ne? Und habe dann einmal 100 Wasser beisammen. Das ist fix, jetzt ist aus, zweimal kann man es machen. Da schauen wir auch gleich hinein, zuerst schauen wir da hinein. Oh, Honigtopferl. Sowas wäre auch geil, sowas, dass man sowas halt abstellen kann, dass man seine Regale so vollfüllen kann mit so Geschichten. Aber vielleicht kommt das noch. Wer weiß das schon. Oh, da waren wir zuerst schon. Upsa. Waren wir zuerst schon, Leute, ich hab's eh schon gemerkt. Wo, was, wer? So. Theatralische Musik, Kampfmusik. Ob es irgendwas Nettes auch gibt. Oder war das nur ein Holzscheiter? Na gut. Soll so sein. Bücher. Und Harz. Ja, das war die Arduin. Haben wir. Da sind sie hergekommen.
Na. Alter Brustl irgendwie, ne? Na wart, wo war der Pflanze? So. Was wäre das nächste in der Nähe? Schreinerlager. Da waren wir doch gerade. Der Adwin, und das ist auch das Schreinerlager. So, das ist ein bisschen dahinter, okay. Dass wir da einen Platz haben. Ah. Lehmklumpen. Bisschen was muss man natürlich schon mitnehmen. Ich kann nicht überall durchgehen und alles liegen lassen und das alles dann irgendwann offscreen nochmal ab. Spazieren, ich mache eh einiges offscreen. Wie gesagt, ich bin Alchemisten. Das, was ich vorhabe zu bauen, das werde ich eh offscreen bauen und werde ich das dann ganz einfach dann zeigen, wenn es soweit ist. Ja. Wie viel haben wir schon? 50. Das ist nicht schlecht, oder? Bisschen noch. So nicht, Leute. Kann man ruhig ein bisschen was abbauen. Jede Menge Kupfer. Gut zu wissen, dass es so viel Kupfer gibt. Nur mein Schreinerlager. Warte einmal ganz kurz. Lasst mir da ganz kurz einmal schauen, Quests. Schmelztiegel, Sammelsvermächtnis. Was ist da? Warte mal. Standort des auf Karte. Das ist hier. Ja, den Stein war wichtig, dass wir den aufgenommen haben. Wer das Nacht wird. Leinen, Rucksack voll. Na, ist wunderschön. Was da mal weg? Das natürlich. Löschen. Zack. Leinen. Großer Pelzteppich. Plus eins mehr unter Jägerin. Sollten wir uns fast hinknotzen kurz, oder? Also hinlegen. Knotzen. Knotzen wäre sitzen in dem Fall. Dank der Brut, Rucksack voll, schön. Dank der Brut nehme ich mit. Wisst ihr was? Ah, halt mache ich das jetzt. So. Na bitte, hebt es auf. Ah, oh. Sehr gut.
Und ich würde sagen, wir machen ein schnelles Mützerl. Ja, ganz wohl war man da in dem Wald nicht, ne? Einfach so bin ich in so einer offenen Zeit schlafen. Ja, mit Bogen bin ich stärker auf, das bin ich halt auch geskillt, ne? Das 60, das sind diese speziellen Steine. Aber wir haben auch sowas mit, glaube ich, ne? Ja. Da ist sie schon fast heraus. Öffnen. Oh, Truhe des Oswalds. Kunstvoller Kurzbogen. Rucksack voll, es ist immer wieder schön. Löschen. Wasser nehmen wir mit. Das war's. Das haben wir dann. Was haben wir da? Elixier für alle. Schmelztiegel. Ich würde sagen, gehen wir gleich weiter in die Richtung, ne? Der schwebende Stein. Wer kennt ihn nicht? Jetzt muss ich das kurz vergleichen. Was haben wir da? Stufe 11, Stufe 13. Das heißt, der ist einmal der ist sogar voll aufgewertet. Bumm. Na gut, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Ausrüsten. Ausrüsten. Ja. Aber dann wissen wir es zumindest. Also, pass auf, 13. Nicht ausgerüstet, 11. So, dann werden wir den zerlegen. Wenn wir es genau nehmen, sollten wir kurz heim... Oh! Rucksack voll, wunderschön. Jetzt haben wir den jetzt wieder weg. Schweren Herzens. Feuerball 2 bei Alchemist Bernstein. Und ihr wisst ja eigentlich, was das bedeutet, ne? Weißt du, was wir da jetzt machen? Da haben wir aber nirgends einen Platz, pass auf. Was da mal weg ist. Zerlegen. Einen Flammenaltar. Sollte man ja eigentlich kein Slot im Rucksack frei machen, nichts. Das ist schwarz, ganz ehrlich. Brauchen wir auch nicht. So, dann werden wir das ganz einfach da hergeben. So, sorry für den Cut. Ich musste schnell zum Telefon gehen. Pass auf, dann werden wir da... Ein bisschen Platz haben wir noch. Jetzt werden wir die Spitzhacke noch ausnutzen, soweit es geht. Denn das lasse ich nicht hier. Ich werde aber einen Cut machen, Leute. Und dann geht es da dann wieder weiter. Auf unseren schönen Flammenaltar und dann machen wir uns wieder auf den Weg, wenn das für euch okay ist. Und vorher werde ich da ein bisschen Obst farmen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Wir sind jetzt nur noch zu Hause kurz, Leute, weil ich habe gesehen, der Schreiner hat ein Rufzeichen. Na bumm. Oh, einen fortgeschrittenen Gleiter. Hey, ich sehe dich immer noch ab und zu in der Ferne auf den Boden stürzen. Keine Sorge, das ist keine Schande. Aber wenn du mit Stil fliegen willst, solltest du mit mir einen besseren Gleiter... Oh. Naja, ein anmutiger Anflug. Ah, Flug, anmutiger Anflug. Meine Fachwerkblöcke. Du hast meine Fachwerkblöcke gefunden, hm? Behalte sie lieber, für den Fall, dass du etwas mit ihnen anstellen möchtest. Ein neues Zuhause gebaut, für die Ewigkeit zum Beispiel. Gleiter. Meersmerholz, Leinen, 4 Stück. Garn, Meersmersack, 8. Okay, müssen wir gleich mal schauen. Das ist wurscht. Leinen ist... haben wir erst eine Spule gekriegt.
Das macht man aus dem Flachs, gell? Flachs habe ich angebaut. Verbessert der Greifhaken. Erstmal Sporen, erstmal flüssig. Das machen wir gleich. Eins, zwei, drei. Okay. So, das ist nicht wurscht. Nehmen wir uns ganz einfach jetzt mit. Stack. 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 Alles aus dem Miasma. B, also N ist das. Und dann sagen wir ablegen. Verbesserter Greifhaken. Erfordert weniger Ausdauer, kann auf größere Entfernung aktivieren. Oh, herstellen. Was ist denn? Wunderbar. Ist sonst noch was? Was brauchen wir da? Haben wir gesagt? Leinen, Miasmaholz, Garn, Miasmasack. Leinen und Garn. Schauen wir mal ganz kurz. Ich gebe diese Sachen natürlich wieder zurück. Haben wir 6 Stück? Okay. Zack, zack. Und das kommt da nach unten. Okay, das heißt, 2 Stück brauchen wir noch von denen und wir brauchen Leinen. Jetzt genug gequasselt, genug zu Hause herumgebastelt. Wir haben einen besseren Greiferhaken. Und haben ein Rezept bekommen für einen besseren Gleiter. Auf den freue ich mich schon sehr, muss ich sagen. Jetzt hupfen wir da hinauf. Tischsäge für den Greisler. Greisler, für den Schreiner. Für den Greisler, ja. Der Greisler braucht auch eine Art. Eine Knochensäge braucht der Greisler. Und jetzt dann gehen wir da hinauf und dann werden wir das auch gleich abbauen. Weil wir können über die Düsterdickichtwarte schnell reisen und dann umfliegen, ne? Höhleneingang, also da gibt es ja jede Menge, was wir jetzt da tun können. Flamme tilgen. Und diese 30 Sekunden erspare ich euch. Man sieht sich gleich wieder. Und so schnell kann die Zeit vergehen. Zack. So, weiter geht's. Und ich habe Pfeile hergestellt. Das heißt, wir haben da wieder genug. 539 Schrotpfeile, das ist wunderschön. Das werden wir uns mitnehmen. Mache ich nicht gern, aber die, wenn sie uns angreifen, was sollen wir tun? Da war der andere. War da sonst noch einer? Na, oder? Das weiß ich schon. Passt. Wir werden jetzt. Genau. Gehen da jetzt mal auf. Oder da ist im Prinzip wurscht, wir können ja so eine Schleife auch gehen, was auch immer das sein mag. Grimmzahngrotte. Wir gehen einmal da her jetzt. Da haben wir noch einen. Honig und Wachs. Bom, da gibt es viel Lehm. Jetzt uns in Ruhe lassen, jetzt noch Lehm. Kupfer und Lehm, jede Menge. Bin gespannt, ob wir da irgendwie aufgekommen. War genau wurscht. Oh, das war eine Höhle, ne? Oder? Na klar. Okay, oder auch nicht, ne? Schauen muss man. Aha. Na bumm, was ist denn das alles da? Was ist das? Wegpunkt.
Wegfunkt. Melztiegel ist auch da. Was wir auch schauen müssen ist, wir haben 4 Punkte. Da sind wir ja schon drin. Da sind wir auch drin. Wir sind jetzt da reingegangen. Das juckt mich natürlich äußerst, muss ich sagen. Ja. Das kommt zuerst dran. Bei einem Angriff mit einer Fernkampfwaffe erhöht sich deine kritische Trefferchance um 10%. Ja, bitte, Heckenschütze. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Stell 5 Ausdauer wieder her. 5 ist zwar nicht viel, aber... Dann sind wir eher da, würde ich sagen. Okay. Das. Also gehen wir dann da rein und daher. Und das wird auch daran kommen. Auf alle Fälle. Ich habe den neuen Bogen nicht umgebaut, ne? 23 Kraft, 15. Ja, so hoch wird er nicht kommen. Wir bleiben dabei bei dem. Na, komm her. Na, komm. Ja, der hat einen Maser. Was ist mit dir? Er ist ein bisschen blind, der Typ. Aber der Affe auch da. Oh. Zum Lesen. Da kann man schlafen, gell? Und es gibt was zum Zerstören. Kein Schrott. Schade, leider. Na, Bom. Was ist das da, Orges? Den haben wir auch nicht gelootet, ne? Schrott und Fleischerl. Lesen. Samet verlangt es. Hört zu, ihr Fallensäcke. Unser Anführer Samet verlangt, dass wir weitere Elixierbrunnen graben. So bekommen wir alles an Elixier, das wir jemals brauchen könnten. Es wird gefährlich, aber das Risiko ist es sicher wert. Grabt ihn an oder stellt euch dem Zorn Samets. Da stellen wir uns her. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an, diese riesige, was soll man dazu sagen, Festung in dem Hang. Da oben geht einer spazieren. Bis da weitergeht. Sehen wir beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Dabeisein. Tschüssi und Baba.